zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung hier ins Leidack. Danke an Ehrlos statt Wehrlos für die Einladung. Ich freue mich, mal wieder hier zu sein. Ich durfte ja im Leidack schon öfters sprechen, unter anderem meine beiden Bücher hier vorstellen. Ich werde jetzt so eine Dreiviertelstunde zu den verschiedenen Erscheinungsformen des Antisemitismus in der AfD sprechen. Und zur besseren Übersichtlichkeit habe ich hier so eine PowerPoint mitgebracht, damit ihr das an der Leinwand ein bisschen verfolgen könnt, die Gliederung nach einem kleinen Fazit. Meinerseits können wir dann in eine hoffentlich anregende Diskussion, wie angekündigt, bis spät in die Nacht dann übergehen. Ja, der Antisemitismus gehört zu den wesentlichen Ideologieelementen der deutschen Rechten. Natürlich finden sich antisemitische Ressentiments bis weit in die bürgerliche Mitte. Und auch in der Linken sind antisemitische Vorurteile und Stereotype anzutreffen. In der politischen Rechten ist der Antisemitismus jedoch unabdingbarer Bestandteil ihrer wahnhaften Welterklärung, so auch in der AfD. Und obwohl der Antisemitismus dem politischen Denken der AfD inhärent ist und Funktionäre der AfD immer wieder mit antisemitischen Äußerungen an die Öffentlichkeit treten, wird diesem Aspekt bei der Betrachtung der Partei meist nur wenig Beachtung geschenkt. Und das ist auch ganz im Sinne der AfD. In Anbetracht der deutschen Verantwortung für den millionenfachen Mord an den europäischen Juden und der damit verbundenen Ächtung des offenen Antisemitismus in weiten Teilen der Öffentlichkeit möchte die AfD gerade nicht als antisemitische Partei gelten. Einer der bestimmenden Faktoren des Antisemitismus in der AfD und in der deutschen Rechten ist das vertretene Geschichtsbild. Deutlich wird das beispielsweise anhand der berühmt gewordenen Dresdner Rede Björn Höckes. Bei einer Veranstaltung der Jugendorganisation der AfD Junge Alternative am 17. Januar 2017 in Dresden distanzierte sich Björn Höcke nicht nur von der Errichtung des Denkmals für die ermordeten Juden Europas, das er als Denkmal der Schande abqualifizierte, sondern forderte auch eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. So solle der systematischen Umerziehung und Amerikanisierung des deutschen Volkes nach 1945 entgegengewirkt werden. Die Deutschen sieht Höcke nur als Opfer der deutschen Verbrechen. Deutsche Verbrechen spielten dagegen in seiner Rede keine Rolle. Und entgegen der häufigen medialen Darstellung steht Höcke mit diesen Positionen eben nicht am rechten Rand der Partei, sondern spiegelt weitgehend den Common Sense in der AfD wider. So erklärte zum Beispiel auf derselben Veranstaltung der heutige Bundestagsabgeordnete Jens Mayer: Ich erkläre hiermit diesen Schuldkult für beendet, für endgültig beendet. Beide, Höcke wie Mayer, stehen mit dieser Abwehr der Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen auf der Basis des Bundestagswahlprogramms der AfD. Dort heißt es im Abschnitt 9.3, ideologiebesetzte kulturpolitische Vorgaben des Staates beseitigen. Die aktuelle Verengung der deutschen Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus ist zugunsten einer erweiterten Geschichtsbetrachtung aufzubrechen, die auch die positiv identitätsstiftenden Aspekte deutscher Geschichte mit umfasst. Der heutige Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, machte dann bei seiner Rede auf dem Kyffhäuser-Treffen am 2. September 2017 auch deutlich, was unter positiv identitätsstiftenden Aspekten deutscher Geschichte zu verstehen ist. Wenn er sagte, wenn die Franzosen zu Recht stolz auf ihren Kaiser sind und die Briten auf Nelson und Churchill, haben wir das Recht, stolz zu sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen, so Gauland. Dieses Geschichtsbild bietet die Grundlage für Revisionismus und die Relativierung der Shoah, mit der AfD-Politiker immer wieder an die Öffentlichkeit treten. So zum Beispiel die Nürnberger AfD-Funktionärin Elena Ruhm. Adolf, bitte melde dich, Deutschland braucht dich, das deutsche Volk. Garniert mit diesem Zusatz hat die Nürnberger AfD-Funktionärin Elena Ruhm in einer Chatgruppe der Partei ein Hitlerbild verbreitet.
In einer anderen von Ruhn geteilten Montage wird Hitler folgende Aussage in den Mund gelegt: Islamisten, die habe ich vergessen. An Ruhn wird auch der Umgang mit solchen Vorfällen in der AfD deutlich. Zuerst stellte sich die Partei hinter Ruhn. Nach öffentlichem Druck musste sie dann erstmal von allen Parteiämtern zurücktreten. Ihrer weiteren Karriere tat das aber keinen Abbruch. So wurde sie am 15. Oktober 2018 für die AfD in den Bezirkstag Mittelfranken gewählt. Und dass geschichtsrevisionistische und antisemitische Aussagen in der AfD faktisch keine Konsequenzen haben, durchzieht eigentlich alle Beispiele, die ich bei der heutigen Veranstaltung erwähnen werde. Auch die Politik der Landtagsfraktionen der AfD ist vom bereits beschriebenen Geschichtsbild der Relativierung und Verleugnung der Shoah geprägt. So brachte die AfD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg am 23. Januar 2017 einen Antrag ins Landesparlament ein, in dem vorgeschlagen wird, die finanziellen Mittel zur Förderung der NS-Gedenkstätte Gyrs in Frankreich zu streichen. Nach Gyrs wurden am 22. Oktober 1940 6.500 Jüdinnen und Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland deportiert. Insgesamt wurden 17.000 Jüdinnen und Juden dort festgehalten, von denen mehrere Tausend später in verschiedene Vernichtungslager, hauptsächlich nach Auschwitz, deportiert wurden. Die Gedenkstätte wird jährlich vom Land Baden-Württemberg mit 120.000 Euro gefördert. Die AfD forderte außerdem, keine Fahrten von Schülern in NS-Gedenkstätten mehr zu veranstalten, sondern nur noch zu bedeutsamen Stätten der deutschen Geschichte. Begründet wird dies, wurden beide Forderungen, zum einen mit Haushaltskonsolidierungen, mit Sparen, aber auch damit, dass Migranten ein positives Bild von Deutschland vermittelt werden müsse. Neben der Relativierung der Shoah ist für die AfD, wie für die Rechte insgesamt, häufig Israel die Projektionsfläche ihres Antisemitismus. Anhand von Israel wird nicht nur die deutsche Nazi-Barbarei relativiert, indem man diese mit der Politik Israels gegenüber den Palästinensern gleichsetzt, sondern Israel ist gleichzeitig Ausgangspunkt zahlreicher antisemitischer Verschwörungsideologien. So bediente sich zum Beispiel Dirk Hoffmann, Mitglied des Landesvorstands der AfD Sachsen-Anhalt, auf Facebook klassischer antisemitischer Ressentiments. Verpackt hinter scheinbarer Israel-Kritik relativiert er die Shoah und wirft den Israelis vor, nicht besser zu sein als die Nazis. Hoffmann schreibt auf Facebook: Gerade die Israelis werfen uns Deutschen immer wieder den Holocaust vor. Was aber die Israelis in Gaza machen, ist mindestens genauso schlimm. Was in Gaza abläuft, kann man, denke ich, als Völkermord bezeichnen. Auch hier folgten nach einer öffentlichen Debatte, wie bei Ruhn und anderen, die üblichen innerparteilichen Konsequenzen. Die AfD nominierte Hoffmann in der Lutherstadt Wittenberg als Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl und er vertritt die AfD bis heute im Stadtrat. Und gerade auf Facebook bricht sich der israelbezogene Antisemitismus von AfD-Funktionären häufig Bahn, so zum Beispiel bei Volker Olenitschak. Er wirft in Postings Israel einen Genozid an den Palästinensern vor, teilt Videos und Bilder, in denen suggeriert wird, der Mossad habe den FDP-Politiker Jürgen Möllemann umgebracht, und antisemitische Verschwörungsfantasien, in denen die Rothschilds bezichtigt werden, die nächste Wirtschaftskrise vorzubereiten. Auch hier reagierte die Partei. Sie nominierte Olenitschak in Bitterfeld als Direktkandidaten für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Er gewann das Direktmandat mit 33,4% und vertritt die AfD im Landtag Sachsen-Anhalt. Und auch Jan-Ulrich Weiß, den Fall werden einige verfolgt haben, ist inzwischen zum Landtagsabgeordneten aufgestiegen. 2014 sorgte der uckermärkische AfD-Funktionär mit einem Facebook-Post für Furore, den Alexander Gauland als antisemitisch einstufte und Weiß Stürmerniveau vorwarf. Nach dem Ausscheiden Alexander Gaulands aus dem Brandenburgischen Landtag aufgrund seines Wechsels in den Bundestag 2017 ist es dann ausgerechnet besagter Jan-Ulrich Weiß, der Gauland als Nachrücker nachfolgt.
Trotz des tief in der AfD verankerten Antisemitismus versuchen Teile der AfD sich jedoch gerne auch als Sachverwalter jüdischen Lebens in Deutschland und als Partner Israels darzustellen. Ein Phänomen, zu dem ich am Ende meines Vortrags noch ganz kurz was sagen werde. Beim Bundesparteitag der AfD 2017 in Köln versuchten einige dieser pro-israelischen Kräfte in der AfD mit einem Antrag einen Abschnitt mit dem Titel Deutsch-israelische Freundschaft stärken im Bundestagswahlprogramm zu verankern. Die Mehrheit der Delegierten beschloss jedoch, sich nicht mit diesem Antrag zu befassen. Wesentliche Begründung des Kongresses: das Problem mit israelischen Kriegsverbrechen. In der politischen Rechten hat der Antisemitismus insbesondere auch die Funktion eines Weltdeutungs- und Welterklärungsmusters. Der Kapitalismus als abstrakter, non-personeller, schwer zu durchdringender Herrschaftszusammenhang wird erklärbar gemacht durch die Darstellung eines eingeschränkten Personenkreises, der ganz konkret die Geschicke der Welt lenkt. Verschwörungsideologische Vorstellungen darüber, die Juden würden im Hintergrund das Weltgeschehen orchestrieren, sind in der Rechten allgemein, nicht nur in der Rechten, aber in der Rechten allgemein, wie auch in der AfD im Speziellen, sehr verbreitet. In der AfD finden sich bekanntermaßen viele Anhänger unterschiedlicher Verschwörungsmythen. Finstere Mächte vergiften die Welt mit Chemtrails oder Strahlung. Erdbeben und andere Naturkatastrophen werden von Geheimdiensten ausgelöst, Favoritmeister Mossad. Strippenzieher, die die Gesellschaft destabilisieren, um Profit zu machen oder die eigene Macht zu steigern oder beides. Oder die gar die ganze Bevölkerung austauschen wollen über gezielte Migration. Und gerade dieser Verschwörungsmythos der Umvolkung findet in der AfD unter Funktionären, Anhängern und Wählern viel Zuspruch. Und der Glaube daran zieht sich durch alle Lager innerhalb der AfD. Vom völkischen Nationalisten über christliche Fundamentalisten, über Nationalkonservative bis hin zu Neoliberalen. Personalisiert werden diese Drahtzieher der Weltpolitik oft mit imaginierten Vertretern des Weltjudentums, seien es Rothschild, Rockefeller oder der aktuelle Hauptfeind der antisemitischen Verschwörungsideologie, George Soros. Die aktuellen Migrationsbewegungen nach Europa und der Bürgerkrieg in Syrien werden als bewusst herbeigeführt durch zionistische Kräfte erklärt. So zum Beispiel von Iris Wasil. Iris Wasil war Kandidatin der AfD im Stimmkreis München-Bogenhausen zur Bezirkstagswahl 2018 und im Stimmkreis München-Rammersdorf zur Landtagswahl. 2016 hielt sie einen Vortrag mit dem Titel Machteliten am Beispiel George Soros. Dazu berichtet Jan Riebe von der Antonio Amadeo Stiftung und ich zitiere jetzt länger aus seinem Bericht, weil der das sehr interessant zusammengefasst hat. Ihre Hauptfeinde im Vortrag waren Soros, Rothschild und Rockefeller und andere im vermeintlich Geheimen agierende Superreiche. Sie vermeidet es im Vortrag zwar tunlichst, überhaupt das Wort Jude oder Jüdisch in den Mund zu nehmen, dennoch sind ihre verwendeten Assoziationen häufig, zumindest strukturell, antisemitisch. Fast im Minutentakt tauchen in ihrem Vortrag Ressentiments und Verschwörungsfantasien auf, die Wasil auf die Superreichen allgemein oder Soros, Rothschild oder Rockefeller direkt anwendet. Sie, die Superreichen, seien häufig staatenlos, agierten im Verborgenen, ihre Namen und Gesichter seien zumeist nicht bekannt. Sie manipulierten die Presse, sie sind die wahren Strippenzieher der weltweiten Politik, zetteln Revolutionen an und so weiter. All diese Bilder und Assoziationen sind jahrhundertealte antisemitische Ressentiments. Auch die aktuell in sozialen Netzwerken stark verbreitete antisemitische Verschwörungsfantasie, die Juden würden hinter den aktuellen Flüchtlingsbewegungen nach Europa stecken, findet sich in leicht abgewandelter Form in ihrem Vortrag direkt auf Soros gemünzt. Die Referentin stellt in den Raum, ob Soros nicht maßgeblich hinter der aktuellen Flüchtlingsbewegung nach Europa steckt. Am Ende empfiehlt sie allen, die wissen wollen, wer hinter dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich gesteckt hat, ein Buch aus dem Grabert Verlag, also einem der ältesten und bedeutendsten rechtsextremen Verlage in Deutschland. Soweit Jan Riebe über diese Veranstaltung in München. Wer möchte, die kann man immer noch auf YouTube sich angucken, diesen Vortrag.
Und auch Björn Höcke nährt den Verschwörungsmythos der Umvolkung. So mutmaßte Höcke bei einer AfD-Demonstration in Gera über die Gründe Angela Merkels 2015 eine größere Zahl Geflüchteter aufzunehmen und sagte, es gibt in meinen Augen nur zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, Frau Merkel hat ihren Verstand verloren. Die zweite Möglichkeit ist, sie ist in einen großen, großen geopolitischen Plan eingeweiht und diesen Plan willentlich durchführt. Höcke bleibt an dieser Stelle vage, wessen Plan Merkel angeblich durchführt. Genau in dieser Vagheit ist der Verschwörungsmythos aber anschlussfähig für offen antisemitische Argumentationsmuster. Aber eben, und das überrascht jetzt nicht, also dass ein Björn Höcke sowas sagt, überrascht nicht. Allerdings ist eben nicht nur in diesem völkisch-nationalistischen Lager rund um Björn Höcke sind solche antisemitischen Ressentiments verbreitet. Gerade der Verschwörungsmythos der Umvolkung erfreut sich in allen Lagern der AfD Beliebtheit. Auch der marktradikale Flügel der Partei, der gerade in der bürgerlichen Presse, aber auch von manchen Linken gerne als Gegengewicht zum völkisch-nationalistischen Wahn in Teilen der AfD dargestellt wird, greift auf antisemitische Vorurteile und Stereotype zurück. So beispielsweise auch Parteivorsitzender Jörg Meuthen, wenn er vor Soros warnt. Eines der bekanntesten und schillerndsten Beispiele für die Gleichzeitigkeit marktradikalen und völkischen Denkens ist wohl der bayerische AfD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Haushaltsausschusses Peter Böhringer, der zugleich auch idealtypisch für die Ausprägungen des verschwörungsideologischen Antisemitismus in der AfD steht. Peter Böhringer ist Haushaltsausschussvorsitzender und Abgeordneter für den Wahlkreis Amberg. Laut parlamentarischem Protokoll steht der AfD als größter Oppositionspartei der Vorsitz über diesen wichtigen Ausschuss zu. Mit den Stimmen von FDP und AfD und bei Enthaltung von Union, SPD und Grüne wurde da eben Peter Böhringer gewählt. Böhringer macht immer wieder mit rassistischen und antifeministischen Ausfällen, mit Beleidigungen und Drohungen gegen politische Gegner und mit antisemitischen Verschwörungstheorien von sich reden. So bezeichnete er Angela Merkel in einer E-Mail als Merkel-Nutte. Er schreibt dort, die Merkel-Nutte lässt jeden rein, sie schafft das. Dumm nur, dass es unser Volkskörper ist, der hier gewaltsam penetriert wird. Merkel betreibe einen Genozid, der in weniger als 10 Jahren erfolgreich beendet sein wird, wenn wir die Kriminelle nicht stoppen. Böhringer warnt immer wieder vor einer kulturellen Überfremdung durch Wirtschaftsflüchtlinge und einer drohenden Umvolkung durch Migration. Dabei geht er davon aus, dass die Migration aus arabischen Staaten Teil einer gesteuerten Invasion Europas ist, mit dem Ziel, den Kontinent zu islamisieren. Er lässt sich da sehr lange drüber aus, denn hinter diesem finsteren Plan steckt, laut Böhringer, eine im Geheimen agierende globale Elite, die an einer neuen Weltordnung NWO arbeite. Laut seinem Facebook-Post steuert die NWO sowohl die Vereinten Nationen als auch die Bundesregierung und auch die evangelische Kirche, die Bahn, die CSU und nicht zuletzt die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft sind durch die NWO infiltriert. Ich weiß nicht, warum die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft, wahrscheinlich, weil die immer als erstes wissen, wo es brennt oder so. Keine Ahnung, das wird der Grund sein, ich weiß es nicht. Man kann das erheitern finden, das Problem ist, ich fand das auch, als ich das gelesen habe, erstmal erheitern, das Problem ist, der Mann hat einen wirklich wichtigen Posten. Wie gesagt, Haushaltsausschussvorsitzender ist einer der wichtigsten Aufgaben der Opposition, den Haushalt zu überwachen, ist einer der wichtigsten Posten, den es so zu vergeben gibt. Den nimmt dieser Mensch wahr. Und was interessant ist, ist, dass Peter Böhringer zugleich zu den führenden Vertretern des wirtschaftsliberalen Flügels der AfD gehört. Der Vermögensberater war mitverantwortlich für die Ausarbeitung des Grundsatzprogramms der Partei, ist Mitglied der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft, so ein wirtschaftsliberaler Think Tank. Zudem schreibt er regelmäßig für die marktradikale Zeitschrift Eigentümlich frei. Der Antisemitismus, der sich eben nicht nur im völkisch-nationalistischen Lager findet, wird immer mehr zum verbindenden Element, das in seinen verschiedenen Ausprägungen die AfD eint. Dass er auch bei der von der bürgerlichen Presse nicht selten hofierten, bei scheinbar gemäßigten Marktradikalen anzutreffen, ist es wenig erstaunlich.
Denn wenn die viel gerühmte unsichtbare Hand des Marktes, wie so oft, versagt, dann brauchen auch sie eine Erklärung, wieso die Wirtschaft gerade nicht brummt, und einen Schuldigen für die vermeintlichen Fehler im Marktgeschehen. Meine Person kommt man nicht rum, wenn man um Antisemitismus in der AfD spricht, denn eine größere öffentliche Diskussion über den Antisemitismus in der AfD erfolgte durch den Skandal über den Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon. Der im oberpfälzischen Cham geborene Gedeon zog nach dem Erfolg der AfD bei den Landtagswahlen im März 2016 in den baden-württembergischen Landtag ein. Im Juni 2016 wurden seine antisemitischen Veröffentlichungen bundesweit bekannt. In seinem 2012 erschienenen Buch »Der grüne Kommunismus und die Diktatur der Minderheiten« spricht Gedeon davon, dass die Holocaust-Ideologie zu einer Art Zivilreligion des Westens geworden sei. Die Holocaust-Leugner Horst Mahler und Ernst Zündel bezeichnet er als Dissidenten und die Verurteilung Mahlers als Repression gegenüber politisch Andersdenkenden. Dass die Leugnung der Shoah in Deutschland unter Strafe steht, ist für ihn der zionistische Einfluss in einer Einschränkung der Meinungsfreiheit. Bezug nimmt Gedeon dabei auch auf das antisemitische Machwerk der Protokolle der Weisen von Zion. Zitat: Bei den Urhebern der Protokolle geht es also um zionistische Klicken, von denen einige sicher nach diesem Konzept arbeiten dürften. Dass sie dabei im 20. Jahrhundert sehr erfolgreich waren, wird deutlich, wenn man sich gewisse Analogien zwischen der in den Protokollen propagierten politischen Strategie und Taktik und zum Beispiel den politischen Methoden der Brüsseler EU vor Augen hält. So Gedeon, der die schon lange als Fälschung entlarvten Protokolle, wie viele andere Antisemiten eben auch, für authentisch hält. Antisemitische Ressentiments verbreitet Gedeon aber nicht erst seit dem Buch. Bereits 2009 veröffentlichte er unter dem Pseudonym W.G. Meister die dreibändige Monographie »Christlich-europäische Leitkultur – Die Herausforderung Europas durch Säkularismus, Zionismus und Islam«, in der er sein Weltbild aus christlichem Antijudaismus und antisemitischen Verschwörungsideologien breit ausführt. Als Gedeons Äußerungen dann immer größere Wellen schlugen, verlangte der AfD-Bundesvorsitzende und damalige Fraktionsvorsitzende der Partei in Baden-Württemberg, Jörg Meuthen, den Ausschluss Gedeons aus der Landtagsfraktion. Er kündigte sogar seinen Rücktritt an, sollte die Fraktion seinem Antrag auf Ausschluss von Gedeon nicht nachkommen. Als es dann zur angekündigten Abstimmung kam und ersichtlich wurde, dass Meuthen nicht die nötige Zweidrittelmehrheit bekommt, ruderte er dann zurück. Statt auf einen Ausschluss einigte man sich darauf, dass Gedeon seine Fraktionsmitgliedschaft erstmal ruhen lässt und ein Gutachten sollte prüfen, ob seine Äußerungen antisemitisch sind. Zwar war zuvor, oder in der Zwischenzeit, war aus diesem Skandal um Gedeon ein veritabler Machtkampf um die AfD-Spitze geworden, als Meuthens damalige Co-Vorsitzende Frauke Petri sich eben in diese Auseinandersetzung einklinkte. Petri kritisierte Meuthens Forderung nach einem sofortigen Ausschluss Gedeons und schlug sich stattdessen auf die Seite derjenigen, die ein Gutachten zu Gedeons Äußerungen verlangten. Schon kurze Zeit nach der Verkündigung dieses Gutachterverfahrens war der Kompromiss aber schon gescheitert. Es wurde deutlich, dass es unmöglich war, sich in der Fraktion auf eine Gutachterkommission zu einigen, und noch dazu fand sich kein angesehener Antisemitismusforscher, der das Offensichtliche noch einmal bestätigen wollte. In der Konsequenz zog Meuthen dann den Antrag auf Ausschluss Gedeons aus der Fraktion, stellte dann Meuthen diesen Antrag auf Ausschluss Gedeons aus der Fraktion. Da folgte ihm dann auch die Mehrheit der AfD-Parlamentarier, aber eben nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Daraufhin verließ er gemeinsam mit 12 Abgeordneten die Fraktion. Der Kreis um Meuthen wurde dann vom Bundesvorstand als einzige Vertretung der AfD anerkannt in Baden-Württemberg. Gedeon trat zwar im Anschluss freiwillig aus der verbliebenen Fraktion aus, allerdings war da die Spaltung schon vollzogen. Allerdings, und das wird wenig beachtet, es dauerte nur wenige Monate, bis es wieder zu einer Wiedervereinigung der beiden Fraktionen kam. Meuthen und seine Anhänger arbeiteten fortan wieder mit Parteifreunden zusammen, die sich zuvor hinter ein AfD-Mitglied mit antisemitischem Denken gestellt hatten.
Gedeon ist zwar jetzt nicht mehr Teil der AfD-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg, er ist aber immer noch fraktionsloser Abgeordneter des Parlaments und er ist weiter Mitglied der AfD und nimmt an deren Parteileben auch rege teil. Also er ist nicht nur Mitglied der AfD, sondern bringt sich auch aktiv in die AfD ein. Er war unter anderem Delegierter mehrerer Parteitage der AfD, auch nach seinem Rauswurf aus der Fraktion. Auf dem 8. Bundesparteitag im Dezember 2017 in Hannover stellte er gemeinsam mit 4 anderen AfD-Landtagsabgeordneten 3 Anträge. Zudem beschloss die AfD-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg, dass Gedeon weiterhin als Gast an den Sitzungen teilnehmen könne, wovon der auch rege Gebrauch macht. Und am 21. November 2017 wurde er von der Landtagsfraktion in den Arbeitskreis Europa aufgenommen, arbeitet also auch in den Arbeitskreisen der AfD mit. Er ist also mitnichten innerhalb der AfD isoliert. Und Wolfgang Gedeon ist mit seinem Bezug auf die Protokolle der Weisen von Zion und dem Mythos eines weltumfassenden Einflusses des Weltjudentums nicht nur ein Vertreter antisemitischer Verschwörungsideologien, sondern er kombiniert diese mit einem ausgeprägten christlich-antijudaistischen Weltbild und der unversöhnlichen Gegenüberstellung von Judentum und Christentum. Und auch damit ist er in der AfD nicht alleine. Auch Björn Höcke verweist immer wieder gerne auf den unüberbrückbaren Antagonismus von Christentum und Judentum. Der in der AfD einflussreiche christlich-fundamentalistische Flügel gibt sich zwar gern als Verteidiger Israels von dem Islam, auch das Denken ist jedoch geprägt von einem antijüdischen Messianismus. Während der Debatte um Wolfgang Gedeon im Landtag von Baden-Württemberg trug dessen Parteikollege Dennis Rottmann demonstrativ ein I Love Israel T-Shirt. Daniel Rottmann ist in der AfD innerhalb der Bundesvereinigung Christen in der AfD organisiert. Zuvor war er in der inzwischen aufgelösten christlich-fundamentalistischen Kleinstpartei Partei Bibeltreuer Christen, PBC, und der Partei für Arbeit, Umwelt und Familie organisiert. Die PBC, an die sich einige vielleicht noch erinnern, hat mit der Losung Solidarität mit Israel auch Politik und Wahlkampf gemacht. Diese christlich-fundamentalistische Solidarität mit Israel ist aber alles andere als ein Gegenentwurf zum Antisemitismus. Ihre Grundlage bietet vielmehr der Glaube, dass die Wiederkehr Gottes bzw. die Wiederkehr des Messias kurz bevorsteht. Und dabei nimmt Israel eine zentrale Rolle ein, denn viele christliche Fundamentalisten glauben, erst wenn alle Juden sich in Israel versammelt haben, erscheint auch der Messias wieder. Das impliziert dann natürlich auch eine, bis auf Israel, judenfreie Welt. Und wie bereits erwähnt, wird der Antisemitismus der AfD auch von bürgerlichen und linken Kritikern der Partei häufig als Randphänomen innerhalb der AfD beschrieben. Nicht wenige halten ihn für den Ausdruck der Wahnvorstellung gesellschaftlicher Außenseiter wie Wolfgang Gedeon, die eben auch in der Partei nur randständig wären. Sie gehen damit bewusst oder unbewusst der Darstellung der Parteiführung auf den Leim. So bagatellisierte Frauke Petri bereits den Antisemitismus von Gedeon massiv, indem sie es für normal erklärte, wenn in einer jungen Partei jemand über die diskursiven Stränge schlägt. Der Antisemitismus ist aber eben keine Einzelmeinung einiger wirrer Außenseiter in der Partei. Antisemitische Ressentiments werden im Gegenteil von allen Lagern in der AfD genährt und vertreten und sind bis in die Parteispitze vertreten, wie unter anderem Meutens Rückgriff auf die Soros-Verschwörung zeigt. Kein Wunder also, dass nicht nur Wolfgang Gedeon weiter Mitglied der Partei ist oder dass antisemitische Äußerungen innerhalb der Partei keine Konsequenzen haben und nicht an der weiteren Parteikarriere hindern, wie zum Beispiel die Fälle Jan-Ulrich Weiß oder Volker Olenitschak oder Dirk Hoffmann zeigen, sondern dass auch Protagonisten vergangener Antisemitismus-Skandale in der deutschen Parteienlandschaft, in der AfD, eine neue politische Heimat gefunden haben. So zum Beispiel Wilhelm von Gottberg. Der ehemalige CDUler war von 1992 bis 2010 Vorsitzender der Landsmannschaft Ostpreußen und bekleidete von 1991 bis 2016 das Amt des Bürgermeisters von Schnegger, Schnegger in Niedersachsen. Bundesweite Bekanntheit erlangte der Mann
durch einen Artikel im Ostpreußenblatt, in dem er die Shoah als Mythos und Instrument zur Kriminalisierung der Deutschen bezeichnete. 2013 verließ er dann nach 40 Jahren Mitgliedschaft in der CDU die Partei, um sich der AfD anzuschließen. Trotz seiner Verbindungen in die extreme Rechte und seiner antisemitischen Aussagen wurde er Mitglied im Landesvorstand der AfD in Niedersachsen und heute sitzt er für die AfD im Deutschen Bundestag. Für einen der bekanntesten Antisemitismus-Skandale in der deutschen Parteienlandschaft der vergangenen Jahre steht wahrscheinlich der Name Jürgen Möllemann. Ich weiß nicht, wer sich noch an Jürgen Möllemann erinnert. Möllemann fiel bereits als Präsident der deutsch-arabischen Gesellschaft in den 80er und 90er Jahren immer wieder durch einseitige Verurteilungen Israels im Nahostkonflikt auf. Im Frühjahr 2002 griff er den damaligen Ministerpräsidenten Israels Ariel Sharon und den Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden Michel Friedmann scharf an und äußerte unter anderem Verständnis für Selbstmordattentate, die er als Form des Widerstands gegen eine völkerrechtswidrige Besatzung legitimierte. Kurz vor der Bundestagswahl 2002 ließ Möllemann dann in Millionenauflage ein Flugblatt drucken und verteilen, in dem Sharon und Friedmann erneut angegriffen wurden. Nach seinem vom FDP-Parteivorstand erzwungenen Rücktritt und dem Scheitern seines Versuchs, aus der FDP eine rechtspopulistische Partei im Stile der FPÖ zu machen, kündigte er an, eine eigene Partei gründen zu wollen. Nahm sich aber am 5. Juni 2003, nachdem am selben Tag im Deutschen Bundestag seine Immunität aufgrund des Verdachts der Steuerhinterziehung aufgehoben wurde, bei einem Fallschirmsprung das Leben. Roland Gläser war damals Funktionär der Berliner FDP und organisierte 2003 unmittelbar nach dem Tod von Jürgen Möllemann eine Mahnwache vor der FDP-Zentrale. Haupttenor der Mahnwache war, Möllemann habe keinen Selbstmord begangen, sondern sei vom israelischen Geheimdienst Mossad umgebracht worden. Gläser selbst erklärte gegenüber dem Spiegel, es kann doch auch sein, dass ihn jemand ausgeknipst hat. Das könnte ein Geheimdienst eines kleinen Landes im Nahen Osten gewesen sein. Der Grund für diesen Mord an lieferte dann Gläser auch gleich mit, denn Möllemann habe eine neue Partei gründen wollen. Dies hätte, so Gläser, die deutsche Außenpolitik wahrscheinlich geändert. Dann wäre Kritik an Israel nicht mehr aus übertriebener Political Correctness unterlassen worden, so spekulierte er damals. Inzwischen hat Roland Gläser diese neue Partei scheinbar gefunden. Er trat 2013 in die AfD ein. Seit 2016 ist er Mitglied des Landesvorstands der AfD Berlin, ist Pressesprecher der AfD Berlin und außerdem Abgeordneter im Berliner Landesparlament, wo er das Amt des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden begleitet. Also ihr merkt, ich nehme immer Beispiele jetzt nicht von irgendwelchen Mitgliedern, die irgendwo Kassierer im Kreisverband hinter Dupfing oder sowas sind, sondern Leute, die durchaus in entscheidenden Positionen in der Partei sitzen, wie auch das letzte Beispiel von Protagonisten vergangener Antisemitismus-Skandale. Denn ein weitaus prominenterer Protagonist einer anderen Antisemitismus-Diskussion in der deutschen Parteienlandschaft hat auch in der AfD eine neue Heimat gefunden. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch an Martin Hohmann erinnert. Bei einer Rede am 3. Oktober 2003 hatte sich Hohmann unter anderem auf Henry Fords antisemitische Schrift The International Jew bezogen, in der dieser die Juden für die Revolution in Russland verantwortlich machte und hat gesagt, mit einer gewissen Berechtigung könnte man im Hinblick auf die Millionen Toten dieser ersten Revolutionsphase nach der Täterschaft der Juden fragen. Juden waren in großer Anzahl sowohl in der Führungsebene als auch bei den Checker Erschießungskommandos aktiv. Daher könnte man Juden mit einiger Berechtigung als Tätervolk bezeichnen. Der damalige Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Paul Spiegel, kritisierte die Rede als einen Griff in die unterste Schublade des widerlichen Antisemitismus. Hohmanns Rekurs auf den nationalsozialistischen Topos des jüdischen Bolschewismus hatte seinen Ausschluss aus der CDU und auch deren Bundestagsfraktion und eine Debatte über Antisemitismus in der Union zur Folge. Für die AfD zog Hohmann bei den hessischen Kommunalwahlen im März 2016 als Spitzenkandidat in den Fuldaer Kreistag ein. Und inzwischen sitzt Martin Hohmann
für die AfD auch wieder im Deutschen Bundestag, den er nach seinem Ausschluss aus der Union verlassen musste. Trotz des der Partei innewohnenden Antisemitismus und den zahlreichen, meist folgenlosen Äußerungen von AfD-Funktionären versucht die AfD sich gerne als antisemitismuskritische Partei zu inszenieren. Von Deutschlands einzigem großen Bollwerk gegen Antisemitismus oder vom Garant jüdischen Lebens in Deutschland ist von Seiten der Parteispitze dabei gerne die Rede. Tatsächlich thematisiert die AfD Antisemitismus beinahe ausschließlich externalisiert, also bei gesellschaftlichen Minderheiten oder im Zusammenhang mit Migration. Stellungnahmen gegen Antisemitismus gibt es von der Seite der AfD meist nur, wenn sich diese mit Vorurteile gegen Einwanderung verbinden lassen. So nutzte Alexander Gauland die antisemitischen Ausschreitungen und Demonstrationen in Deutschland während des Gaza-Kriegs 2014 zur allgemeinen Hetze gegen Migration. Und tatsächlich findet sich in der AfD auch kaum Kritik am Islam, die ich übrigens für richtig und notwendig halten würde, sondern vor allem rassistische Hetze. Und wie ernst die AfD die Bedürfnisse von Jüdinnen und Juden in Deutschland nimmt, wenn sie sich nicht mit dem Ressentiment gegen Geflüchtete verbinden lassen, zeigt sich zum Beispiel bei einem Blick ins Wahlprogramm der AfD zur Bundestagswahl. Eine Positionierung gegen Antisemitismus findet sich dort nicht. Lediglich einmal wird Bezug auf das Judentum genommen, um es gegen den Islam in Stellung zu bringen. Im Abschnitt "Der Islam in Konflikt mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung" heißt es: "Minarett und Muezzinruf stehen im Widerspruch zu einem toleranten Nebeneinander der Religionen, das die christlichen Kirchen, jüdischen Gemeinden und andere religiöse Gemeinschaften in der Moderne praktizieren." Also wir wissen ja, in Deutschland, die Moderne war geprägt durch ein friedliches Zusammenleben, ein tolerantes Nebeneinander von christlichen Kirchen und jüdischen Gemeinden. Während die Positionierung gegen Antisemitismus gut ins Konzept passt, wenn damit gegen politische Gegner oder eben vor allem gegen Migranten und Geflüchtete gehetzt wird, endet die Solidarität mit jüdischem Leben in Deutschland sehr schnell, wenn Verschwörungsideologen innerhalb der AfD zu erklären versuchen, warum sich aktuell so viele Menschen auf dem Weg nach Europa machen. Denn dann werden alte Verschwörungsvorstellungen hervorgeholt, dass die Juden hinter der Migration nach Europa stecken. Nicht weit her ist es damit meiner Einschätzung nach zumindest auch mit der angeblichen Israel-Solidarität der AfD. Ich möchte dazu tatsächlich nur ganz, ganz kurz was sagen, da das zum einen nicht Kernthema des Vortrags ist, sondern eben das Verhalten der Partei zum Antisemitismus, und weil dieses Thema auch, finde ich, bereits sehr fundiert besprochen wurde. Ich möchte da zum einen auf den hervorragenden Beitrag von Nikolai Schreiter in der Sofrance vom Frühjahr 2019 verweisen. Nikos Ausführungen zum Verhältnis von AfD und Antisemitismus und FPÖ und AfD und Antisemitismus zu Israel gibt es auch zum Nachhören im Internet online abrufbar, zum Online-Nachhören. Und zum anderen möchte ich dann noch auf Mark Grimm verweisen, auf seinen Vortrag zu Israel-Solidarität in der AfD, den man auch online nachhören kann. Tatsächlich möchte ich deswegen nur eine kurze Anmerkung machen, nämlich einen Aspekt reinbringen, der bei der bisherigen Beobachtung, finde ich, noch ein bisschen zu kurz kam. Woher diese Israel-Solidarität beim christlich-fundamentalistischen Flügel in der AfD rührt und welche antijüdische Motivation dahinter steckt, habe ich ja bereits erwähnt. Aber eben auch bei den säkularen Vertretern einer positiven Bezugnahme auf Israel ist es kein Verhältnis, das mit einer antisemitismuskritischen Positionierung oder dergleichen einhergeht, wie wir gesehen haben. Und das ist der Aspekt, den ich einbringen möchte. Dominierend ist zudem eine vollkommen verzerrte Wahrnehmung oder Darstellung der israelischen Realität und Gesellschaft. Statt als plurale, demokratische und offene Gesellschaft, in der arabische Israelis unabhängig von ihrer Religion dieselben staatsbürgerlichen Rechte genießen wie jüdische Israelis, in der allein in den Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion etwa 1 Million Einwanderer in die israelische Gesellschaft integriert wurden, ein Land, das also sicher nicht das Paradies auf Erden ist, das es im Rahmen der herrschenden kapitalistischen Verhältnisse auch nicht geben kann, aber eben ein demokratischer, pluraler, multiethnischer Staat. Stattdessen also wird Israel als
Bollwerk gegen den Vormarsch des Islam, als Verteidiger des Abendlandes und als Bündnispartner gegen muslimische Einwanderung in Europa und als vieles mehr fantasiert. Die seltenen positiven Worte, die zu Israel, die eine Frauke Petri oder heute eine Beatrice von Storch oder ein Alexander Gauland dann und wann für Israel finden, die allerdings eben auch, wie erwähnt, in keinerlei programmatischer Grundlage in der AfD eingebettet sind, richten sich meiner Einschätzung nach nicht an den real existierenden jüdischen Staat, sondern an einen imaginierten, an ein absurdes Wahnbild, noch dazu eins, das man für die eigene rassistische Agitation nutzt. Und nicht überraschend ist daher, finde ich, dass die jüdischen Verbände und Gemeinden in Deutschland sich gegen diese Vereinnahmung zur Wehr setzen. Unzählige jüdische Gemeinden haben bereits Stellung dazu bezogen. Anlässlich der von großen medialen Wirbel begleiteten Gründung des Arbeitskreises Juden in der AfD haben alle großen jüdischen Organisationen in Deutschland mit der Erklärung "Keine Alternative für Juden", gemeinsame Erklärung gegen die AfD, sich an die Öffentlichkeit gewandt, darunter unter anderem der Zentralrat der Juden, jüdische Sportverbände, die Rabbinerkonferenz oder der Jüdische Frauenbund. Anlässlich der Gründung von Juden in der AfD rief der Jüdische Studierendenverband zu Protestkundgebungen gegen die Neugründung auf. Und exemplarisch möchte ich, bevor ich zu meinem Fazit bzw. zu den Schlussfolgerungen und dann zu einer angeregten Diskussion komme, zu dem Punkt noch Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in München und Oberbayern, kurz zu Wort kommen lassen, die das meiner Meinung nach sehr prägnant auf den Punkt bringt. Es ist an Dreistigkeit und Verlogenheit kaum zu übertreffen, wie die AfD die berechtigten Sorgen jüdischer Menschen vor Antisemitismus unter Muslimen in Deutschland für ihre Zwecke missbraucht. Die AfD steht für Revisionismus, religionsfeindliche Konzepte, eine völkisch-nationalistische Vision, offen und folgenlos geäußerte rassistische, fremdenfeindliche und antisemitische Thesen, Geschichtsklitterei, Holocaust-Relativierung oder gar Leugnung sowie offene Nähe zur Neonazi-Szene. Die AfD ist in dieser Form antimodern, antidemokratisch und freiheitsfeindlich. Diesem Schluss von Charlotte Knobloch ist kaum noch was hinzuzufügen, deswegen würde ich jetzt auch Richtung Schluss übergehen. Deutlich ist, denke ich, geworden, die antisemitischen Ausfälle von AfD-Politikern wie Gedeon sind keineswegs Einzelfälle. Sie sind logischer Ausdruck des völkischen und gegen die Moderne gerichteten Denkens, das in der AfD vorherrscht. Ein Denken, das sei nochmal betont, das in allen Teilen der AfD, auch im wirtschaftsliberalen Flügel, der sowohl von Seiten der Medien zum Teil, aber auch von manchen Linken, fälschlicherweise als Gegengewicht zum völkischen nationalistischen Flügel dargestellt wird, anzutreffen ist. Antisemitische Vorurteile und Stereotype sind eines der Bindeglieder der verschiedenen Strömungen innerhalb der Partei. Zwar wird der Antisemitismus in der AfD häufig von einem unüberhörbaren Hass auf Migration verdeckt, dennoch ist das Denken, ist dieser Antisemitismus im Denken der AfD strukturell angelegt. Der im völkischen Denken der AfD verhaftete Kampf der AfD ist der Kampf gegen die Moderne. Emanzipation, Selbstverwirklichung, Individualität, sexuelle Befreiung und Selbstbestimmung werden als Auswüchse der modernen Welt bezeichnet und als Feindbild ausgebaut. Gepaart mit Globalisierungsängsten und verschwörungsideologischen Vorstellungen einer weltbeherrschenden Finanzoligarchie bereitet der von der AfD propagierte Kampf gegen die Moderne so einen Nährboden für antisemitische Ressentiments. Das Problem: von kritischen Beobachtern der AfD wird der Antisemitismus der Partei und seine antimoderne Grundlage häufig nicht beachtet. Unzählige Bücher zur AfD sind in den vergangenen Jahren erschienen, unzählige Artikel wurden verfasst und nur in den wenigsten findet der Antisemitismus der AfD überhaupt Erwähnung. Unzählige Demonstrationen, Kundgebungen, Konzerte und Events wurden in den vergangenen Jahren gegen die AfD organisiert. In den Aufrufen und Stellungnahmen sucht man Hinweise auf den Antisemitismus der AfD fast immer vergebens. In wie vielen Reden auf Demonstrationen gegen die AfD wurde der Antisemitismus der AfD thematisiert? Also ich war auf relativ vielen solcher Kundgebungen, Demonstrationen, habe auch einige mitorganisiert.
Und ich erinnere mich an so gut wie keine Kundgebung oder Demonstration, wo das Thema war. Einmal mehr, wie so oft in den vergangenen Jahrzehnten, bildet der Antisemitismus den blinden Fleck in der Auseinandersetzung mit der extremen Rechten. Bildet den blinden Fleck des Antifaschismus, in dem Fall den blinden Fleck der Auseinandersetzung mit der AfD und auch der Analyse der Partei. Und das ist jetzt auch kein Vorwurf an diejenigen, die sich engagieren, die Proteste gegen die AfD organisieren oder sowas. Ich persönlich nehme mich zum Beispiel von der Kritik auch nicht aus. Auch in meiner Betrachtung der AfD, ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren, glaube ich, um die 200 Vorträge zur AfD gehalten, und auch in meiner Betrachtung und auch in der praktischen Arbeit gegen die AfD spielte der Antisemitismus ganz lange Zeit nur eine ganz geringe Rolle. Und ich glaube, das muss sich ändern. Sei es in antifaschistischen Gruppen, sei es in Initiativen gegen die AfD, sei es in Gewerkschaften, wo ich jetzt vor allem verortet und aktiv bin. Und es muss sich noch etwas ändern. Ein Grund dafür, dass es der AfD teilweise gelingt, sich als antisemitismuskritische Partei zu inszenieren, ist die unzureichende Beschäftigung von Antifaschistinnen und Antifaschisten, die unzureichende Beschäftigung auch der sogenannten demokratischen Zivilgesellschaft mit einer aktuellen Ausdrucksform des Antisemitismus, nämlich mit dem islamischen Antisemitismus. Die späte Reaktion von Seiten der offiziellen Politik und auch der demokratischen Zivilgesellschaft, auch die vielfach ausgebliebene Solidarität von Antifaschistinnen und Antifaschisten und der ausgebliebene Aufschrei angesichts der zum Teil offen antisemitischen Aufmärsche, zahlreiche Angriffe auf jüdische Menschen, aber auch auf Synagogen und andere jüdische Einrichtungen im Sommer 2014, bot der AfD und anderen Rechten überhaupt erst die Möglichkeit, sich als einzige Verteidiger jüdischen Lebens in Deutschland zu inszenieren. Es gilt also, ohne Homogenisierungen zu vollziehen, ohne Ressentiments zu reproduzieren und ohne das Problem zu externalisieren, sich dem über den Islam legitimierten, dem islamischen Antisemitismus entgegenzustellen. Praktisch gesprochen, wer es ernst meint mit dem Kampf gegen Antisemitismus, ist hoffentlich eben nicht nur heute hier, sondern auch auf der Straße, zum Beispiel gegen den Al-Quds-Marsch, oder auch wenn ehrlos statt wehrlos zur Kundgebung gegen antisemitische Übergriffe in Neukölln aufruft und dabei auch den konservativen Alltagsislam als Quelle genau solcher Taten benennt. Und daher letzte 2 Sätze, bevor wir in eine hoffentlich anregende und kritische Diskussion gehen. Antifaschismus muss immer heißen, gegen jeden Antisemitismus, das heißt gegen den Antisemitismus der AfD, gegen Antisemitismus in der etablierten deutschen Parteienlandschaft, auch dort ist er sehr verbreitet, gegen den Antisemitismus christlicher Fundamentalisten und aber eben auch natürlich gegen islamischen Antisemitismus. Danke für eure Aufmerksamkeit.